Wow, haben wir es eingeläutet. Weiter geht's. Final Fantasy 7. Eben eine lange Folge gehabt. Und wir waren oben lang. Oh, ich wollte jetzt noch unten lang eine Runde. Weil wir kamen ja von oben. Ich hab's echt drauf mit den Szenenwechseln, ne? Das war super. Hä, wir können hier nicht lang? Ist hier irgendwie... Da können wir lang. Okay, jetzt können wir da unten lang. Hier sind nämlich nochmal zwei Tränke. Ein bisschen weil sie auf der Ebene drüber. Wahrscheinlich ist das hier wieder feindes Gebiet. Trank erhalten. Trank erhalten, okay. Was ist hier so? Ist hier noch irgendwas? Nein, gut. Dann gucken wir mal den Kollegen hier an. Hallo. Nein, bitte, bring mich nicht um. Ich habe nur gemacht, was Hojo mir befohlen hat. Als Beweis das hier, das ist die Codekarte zum 68. Stock. Würde ich das tun, wenn ich der Feind wäre? Weiß nicht, wenn im 68. Stock die ultimative Tötungsmaschine ist und du mich dahin locken möchtest, dann ja. Mhm. Gibt's hier noch was? Hallo? 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 Oh, ah, Kampf. Ja, einen Kampf gibt's da. Dann werden wir nochmal einen hochgehen, den 68. Stock. Was sind das für Spielautomaten? Mit? Feindes können. Okay. Achtung, Achtung! Sofort gehen. Ach so. So was ist das. Lernen wir jetzt eigentlich was von diesen Dingern? Einmal Feuer auf alle. Paralaser. Dumpf. Nicht zu stehlen. Ach, wollten wir stehlen? Achso. Ich hab wieder alles vergessen. Feuer ist super. Mehr Feuer. Blitz ist auch super. Ist eine technische Einrichtung. Muss mit Blitz gut klarkommen. Hau mal. Noch eine Maschine. Und tschüss. Ach, da oben bis null. Okay, dann jetzt halt. Geh doch. Geh doch. Witzige Dinger. Okay, jetzt sind wir hier oben. Hier ist es Rotes. Können wir hier was machen? Nee. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, da gibt es also einfach gar nichts. Das ist okay. Wir können wieder nach unten oder wir laufen dahin, wo der Typ hergekommen ist. Aber wenn der seine Codekarte nicht mehr hat. Ist das hier irgendwie ein Fahrstuhl gewesen? Nee. Kein Fahrstuhl. Da ist der Fahrstuhl. Ah. Noch ein Trank. Ich glaube, die wollen uns sagen, dass wir viele Tränke brauchen. Hallo? Geh da durch. So, wunderbar. Ah, jetzt geht's nicht mehr weiter. Aber wir können einen nach oben. Ja. Die haben so komische Kegel an. Erstmal unsere sämtlichen... Oh, die Dinger los. So. Jupp, Heilung war schon richtig. Damit wir den nicht abkratzen, sonst kriegt er keine Erfahrung. Ist ja blöd. Ihr seht, das Wedge-Zahn kommt jetzt zuerst. Obwohl wir vorhin Heilung zuerst eingeläutet haben. Die Reihenfolge ist ein bisschen komisch. Schlaf. Oh ja. Mich auch. Nichts mit Schlaf hier. Süße Träume. Und die 2 ist nicht schlecht. Will ich auch haben. Dafür muss ich aber noch ein kleines bisschen üben. Oh, deswegen konnte ich nie auswählen, weil der Kampf schon vorbei ist. Hm. Oh, wir sammeln langsam ganz gut Kohle.
So, heilen wir uns mal. Heilung. Zack. Hat sie... Nein, sie hat keinen Feind. Sie hat ja kein Feindeskönnen. Wir haben auch keine Substanz, die nicht verbaut wäre. Das heißt, alle Substanzen kriegen aktuell Level ab. Das ist gut. 68. 69. Natürlich gehen wir nach... Oh, warte. Was? Wo gehst du hin? Alle warten am... Alle warten am uns am Aufzug... 66. Stock. Ich weiß, was ich tue. Lass mich. Lass mich. Ich will hier rein. Oder doch nicht? Doch, eigentlich will ich da rein. Was soll denn der Scheiß? Das ist doch blöde. Ich will doch hier hin. Da ist doch ein Safe Point und garantiert noch irgendwas Leckeres und... Ach Gott. Na, vielleicht kann ich ja mit dem Fahrstuhl da hochfahren. Wenn ich jetzt einen runtergehe, zu den Fahrstühlen gehe und dann hochfahre. Hier ist immerhin kein feindliches Gebiet. Doch. Oh. War es vorhin aber noch nicht, aber da waren wir noch unentdeckt. Jetzt wissen ja alle, dass wir da sind. Umdrehen bitte. Umdrehen, umdrehen, danke. Bam, bam, bam. Einfach alle drauf. Ah, ich hätte wahrscheinlich Blitz machen sollen. Wenn ich dann erstmal Blitz 2 habe, dann wird's so rocken. Und dann alle mit Blitz 2. Wohahaha. Das wird schön. So. Hier auch keine Fahrstühle, oder was? Ah, hier waren wir ja gerade. Richtig. Das war ja das Level da drunter. Das heißt, die warten am Fahrstuhl Level 66. Das ist das, der einzige Fahrstuhl, den ich hätte nehmen können jetzt. Das heißt, ich komme gar nicht auf die obere Ebene, oder was? Finde ich ja schon irgendwie unfair. Weil ich will doch eigentlich da oben hin, wo der... Naja, ist ja egal. Lass das Spiel doch machen. Ja. Haben wir jetzt Speicherpunkt? Nein. Okay. Ey, rein da. Dankeschön. Ah, vielleicht kann ich jetzt nach oben fahren. Nein, kann ich nicht. Hey, was ist denn das? Hey, guck mal nach oben. Nett. Würdest du bitte auf drücken? Also hoch. Torx? Das muss eine Falle sein. Ja, das muss ja richtig aufregend gewesen sein. Hat's Spaß gemacht. Die Faszination der bösen Paddels, ey. Ah. Das ist echt ein großer Schreibtisch. Oh, mit zusammengebundenen Händen. Nett. Ihr seid auch alle erwischt worden? Wo ist Eris? An einem sicheren Ort. Sie ist die letzte Überlebende des alten Volkes. Weißt du nicht? Sie nannten sich die Zetra. Und lebten vor tausenden von Jahren. Jetzt sind es nur noch eine vergessene Seite im Buch der Geschichte. Zetra, das Mädchen, ist eine Überlebende der Zetra? Ja, Zetra oder das alte Volk zeigen uns den Weg zum verheißenen Land. Ich verspreche mir viel von ihr. Das verheißene Land? Ist das nicht nur eine Legende?
Trotzdem, es ist viel zu interessant, es nicht weiter zu verfolgen. Man sagt, das verheißene Land sei sehr fruchtbar. Wenn das Land fruchtbar ist, dann muss es da auch Marco geben. Genau. Deshalb brauchen wir unseren geldschluckenden Makro-Reaktor. Die Makro-Energie kommt einfach, das brauchen wir wahrscheinlich nicht, vermute ich mal, weil ich es falsch gelesen habe. Die Makro-Energie kommt einfach von selber raus. Dort wird unser neuer Midgar gebaut. Shinras neuer Ruhm. Oh, hört auf zu träumen. Oh, wirklich? Weißt du nicht? Heutzutage braucht man zur Verwirklichung seiner Träume nur Geld und Macht. Also eigentlich nur Geld, weil Geld Macht ist. So, das wäre dann alles für unsere Besprechung. Hallo, gut. Los, raus hier. Moment, ich hab dir noch viel zu sagen. Ja, als ob. Du Pöbel. Wenn du noch etwas brauchst, sprich mit meiner Sekretärin. Was habe ich prophezeit? Sag mal, ist das jetzt irgendwie... Wären wir mit Eris in einem Zimmer, wenn wir uns anders verhalten hätten? Ich glaube nicht. Hey, pst. Können wir aussteigen? Ja, klar. Hey, pst. Klau, du bist so mutig. Hallo, Eris, hallo. Hallo, Klo. Wie es wo Eris geht? Dum, 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 dum. Cloud, bist du da? Nein. Eris, bist du in Sicherheit? Ey, sag mal, die sind in der Zelle. Ich meine, wie viel sicherer kann es denn werden, ne? Ja, ich bin okay. Ich wusste, dass Cloud zu meiner Rettung kommen würde. Hey, ich bin dein Bodyguard, ne? Hey, die Abmachung war eine Verabredung, ja? Tiefer, ey. Oh, ich verstehe schon. Tifa? Tifa, bist du auch da? Entschuldigung, dass ich existiere. Weißt du, Eris, ich hab da eine Frage. Was denn? Gibt es das verheißene Land wirklich? Ich weiß nicht. Ich weiß nur... Die Zetra wurden aus dem Planeten geboren, sprechen mit dem Planeten und öffnen den Planeten. Und dann... Die Zetra werden ins verheißene Land zurückkehren, ein Land, das höchste Glückseligkeit verspricht. Was heißt das? Mehr als Worte, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht mehr als die Worte, ach so rum. Sprechen mit dem Planeten? So ein bisschen Gaga im Kopf oder so? Was genau sagt denn der Planet? Hunger! Er ist voll Menschen und es ist laut. Deshalb kann ich nicht verstehen, was sie sagen. Hörst du es jetzt auch? Muss ich mir Sorgen machen? Ich hab's nur an der Kirche in den Slums gehört. Und Mutter sagte, Midgar sei nicht mehr sicher. Ich meine richtige Mutter.
Eines Tages gehe ich aus Midgar weg. Sprich mit dem Planeten. Achso, gehe aus Midgar. Sprich mit dem Planeten und suche mal mein verheißenes Land. Achso, sprich, was? Egal. Das hat auf jeden Fall Mama gesagt. Ja, ja, Mama wusste, was Sache ist. Das ist immer gut. Ich dachte, wenn ich aufwachse, würde ich ihre Stimmen nicht mehr hören, aber... Wie jetzt? Jetzt wieder, hallo? Gucken, guck. Wie es für Red geht? Hallo, Red. Oh, die haben das Bett hochgeklappt, so ist das. Opa. 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 Was ist denn so witzig? Nix. Ihr seid ja albern. Und wie geht's, Barrett? Ey! Ey! Viel mehr. Eris ist vom alten Volk und der wirkliche Name des alten Volks ist Setra. Sie haben das Setra-Pack erfunden, das wusste ich doch gleich. Die vom alten Volk wissen, wo das verheißene Land ist und die Shinra suchen das verheißene Land. Verlassen heißt. Ich kenne dieses verheißene Land nur aus Geschichten. Ich weiß nicht, ob es wirklich existiert. Stimmt das? Okay. Die Shinra glauben, dass das verheißene Land voller Makroenergie ist. Das heißt, sobald die Shinra dort ankommen, saugen sie die ganze Makroenergie auf. Und das Land wird verkümmern. Der Planet wird schwächer. Ich kann sie nicht einfach machen lassen. Ich rekrutiere neue Mitglieder. Ich, Tifa, Cloud und Eris auch. So. Wie wär's mit dir? Oh, du bist so verdammt langweilig. Ja, ist er. Gut, dann reden wir nochmal. Hallo, Tifa, Guguk. Dann schlafen wir eine Runde. Sie kriegt das Bett und er kriegt den Fußboden. So, und, na? Okay, ich dachte gerade, er käme mit dem Dialog hoch. Dann sage ich erstmal Cut für jetzt und bis gleich.